Ja, vielen Dank, Maria. Recht herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Willkommen zur Panelsitzung Glückskinder und Pechvögel. Ich bin glücklich und geehrt, diese Herren als Podiumsgäste hier sitzen zu haben, denn wir werden heute 4 Märkte besprechen, die Maria auch schon genau beschrieben hat, nämlich die, die direkt oder indirekt sich in der Lage befinden, auf die eine oder andere Art und Weise herausgefordert sein. Wir werden über Griechenland, Georgien, Iran und Russland sprechen. Aber noch bevor wir mit unserer Podiumsdiskussion hier beginnen, möchte ich ganz kurz ein paar Minuten darauf verwenden, Ihnen einen Überblick zu geben, einen Überblick über die 4 Märkte, die wir heute hier besprechen. Fangen wir einmal mit Griechenland an. Das ist natürlich ein Land, das zwischen 2009 und 2012 ganz besondere Schwierigkeiten hatte aufgrund der Wirtschaftskrise, der sozialen, gesellschaftlichen Unruhen und der Ereignisse, die dort stattgefunden haben. Aber wir haben in den 3 vergangenen Jahren gesehen, dass die Situation sich komplett gewendet hat. In nur 3 Jahren ist es Griechenland gelungen, 8 Millionen zusätzliche internationale Gäste ins Land zu bekommen. Das ist ein durchaus bemerkenswerter Erfolg für den griechischen Tourismussektor. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass nicht alle Destinationen sich so schnell erholt haben. Es scheint also auf nationaler Ebene einen Erholungstrend zu geben, aber Unterschiede in den unterschiedlichen Subdestinationen sich wieder auf dem Markt zu etablieren. Also das heißt, wir haben die komplett internationalen Destinationen, die sich stark auf den internationalen Tourismus konzentriert haben. Denen ist es in den vergangenen 3 Jahren ganz gut gegangen. Von 7,5 Millionen internationalen Touristen haben sie sich auf über 9% erhöht. Also hier sprechen wir von Erholung und weiterem Wachstum. Dann haben wir die Hauptstadt Athen. Die Hauptstadt hat natürlich sehr stark gelitten bis 2012, aber danach, ab 2012, hat sich der Freizeitmarkt sehr stark erholt. Nichtsdestotrotz gibt es noch immer eine Kluft, wenn es darum geht, gewisse Geschäftsreisende wieder nach Athen zu bringen. Und dann haben wir den 3. Bereich, die Destinationen, die eher den innergriechischen Tourismus anziehen. Dort wird immer noch sehr stark unter der Krise gelitten. Dort gab es einen Rückgang von 67%. Also die Destinationen, die sich auf inländische Reisende konzentriert haben, die leiden noch immer, die haben noch keine Erholung gesehen. Es gab natürlich gewisse Argumente, dass das Marketing-System des Landes nicht effizient ist, zumindest nicht so sehr, wie die Branche es gerne hätte. Und als Folge dessen sehen wir gegenwärtig, dass Griechenland noch immer nicht wieder zu einer attraktiven Investitionsdestination geworden ist. Das heißt, bis 2020 sehen wir, dass die Investitionspipeline der Hotels bei etwas über 200 Millionen US-Dollar liegt. Für ein so stark vom Tourismus abhängendes Land ist das auf europäischer Ebene ein sehr geringer Investitionsbetrag. Schauen wir uns Georgien an. Dort sehen wir einen nach oben zeigenden Tourismustrend. Die internationalen Gäste machen 80% der Gäste im Land aus. Und man kann sagen, dass Georgien zu den Ländern der Welt gehört, die am meisten internationale Reisende einen größten Anstieg sehen zwischen 2007 und 2015. Wir haben auch eine ganz große geografische Bandbreite hier. Sie haben natürlich den Strand und die Sonne und sehr viel Geschäftsreisende, aber die Regierung und die entsprechenden Behörden, die Privatindustrie arbeiten gegenwärtig auch sehr stark daran, neue Tourismusprodukte zu entwickeln, vor allem Weintourismus, und sie konzentrieren sich auch sehr stark auf Städtereisen, und die Regierung investiert auch sehr stark in die Skiinfrastruktur und die aktiven Abenteuerdestinationen. Und das wird unterstützt durch sowohl inländische als auch ausländische Investoren. Also gegenwärtig ist Georgien, was die Investitionen in den Hotelleriebetrieb anbelangt, ein sehr heißes Eisen. Wir sehen hier ein Investitionsvolumen, das
auf ungefähr 300 Millionen Dollar geschätzt wird bis 2020, also 100 Millionen Dollar mehr als das Investitionsvolumen für Griechenland während der gleichen Zeit. Wir sehen also, dass Georgien hier wirklich versucht, seinen Platz im internationalen Tourismusmarkt auszubauen. Und dann kommen wir zum Iran. Das ist ein wirklich interessanter Markt. Und hier sehen wir, dass der Iran gegenwärtig eine der stärksten globalen Tourismusdestinationen ist. Wir haben ein Land mit 21 UNESCO-Weltkulturerbestätten, ein Land mit fast 80 Millionen Einwohnern. Und der Iran wird jetzt schon als eines der Länder angesehen, das zu den attraktivsten Reiseländern im Nahen Osten und in Nordafrika ist. In jüngster Vergangenheit sehen Sie hier hoher Anstieg an internationalen Reisenden, plus 12%. Und das liegt an den neuen Luftverbindungen zu wichtigen europäischen Städten über wichtige europäische Fluggesellschaften. Und das wird natürlich auch die Position des Irans auf dem globalen Tourismusmarkt noch weiter stärken. Die iranische Regierung hat den Tourismus als wichtiges Instrument zur Internationalisierung und Entwicklung anerkannt und haben also auch damit begonnen, sich für ausländische Investitionen zu öffnen. Das geschieht zwar langsam, aber es geschieht. Und der Iran hat jüngst erst die erste internationale Tourismuskonferenz im Land gesehen. Das war ein großer Erfolg. Viele internationale Investoren sind ins Land gekommen, um zu sehen, wie man dort investieren kann. Und das ist natürlich auch ein Bereich, der sich im Laufe der Jahre noch weiter entwickeln wird. Wir sehen, was die Investitionen anbelangt, eine relativ kleine Investitionspipeline. Nichtsdestotrotz ist dies gegenwärtig ein sehr interessanter Markt global gesehen und alle Hotelunternehmen und viele Investoren versuchen für sich zu bewerten und herauszufinden, wie sie sich diesem Markt widmen können. Also das wird auch interessant sein, einige dieser Punkte mit unseren Podiumsgästen hierzu zu besprechen. Und kommen wir jetzt noch zu Russland. Da sehen wir, dass aufgrund der Sanktionen, der Abwertung des Rubels und politischer Punkte die Anzahl der ausländischen Gäste im Jahr 2015 zurückgegangen ist. Und es gab auch einen großen Anstieg. Also wir haben einen Anstieg gesehen, aber was die Anzahl der Touristen anbelangt, die ins Land gekommen sind, so haben wir hier einen Rückgang. Und die russischen Gäste selber reisen auch immer mehr im Inland und nicht mehr so sehr ins Ausland. Das heißt, gegenwärtig aufgrund der Abwertung des Rubels reisen die russischen Touristen nicht mehr so sehr nach Europa, da Europa eine sehr teure Destination für russische Reisende geworden ist. Dann gibt es natürlich auch noch die Reisewarnungen für die Türkei und Ägypten. Die sind in der Zwischenzeit wieder aufgehoben worden, haben aber eine große Auswirkung auf die Situation in Russland gehabt. Internationale Sportereignisse wie der Konföderationscup und die FIFA-Weltmeisterschaft 2018 belegen, dass es eine Entwicklung nach oben gibt bei den russischen Hotels. Und wir sehen, dass Russland sowie auch die anderen Länder sehr stark investieren, aber die größte Investitionspipeline hat, nämlich bis 2020 werden seitens der Hotels 3 Milliarden US-Dollar investiert. Das ist also ein durchaus großes Ziel. Recht herzlichen Dank. Ich habe Ihnen also hiermit eine kleine Beschreibung der Situation gegeben und dann schauen wir mal, wer jetzt hier beginnen möchte mit der Diskussion. Dr. Aris Ikos, können Sie uns vielleicht einen allgemeinen Überblick über die gegenwärtige Situation des griechischen Tourismussektors geben? Was passiert? Wer entwickelt sich? Wer ist noch immer in Schwierigkeiten? Was passiert mit den Bettenbelegungen und so weiter und so fort? Erst einmal guten Nachmittag. Nun, wie Sie korrekterweise ja schon gesagt haben, ist der griechische Markt in drei Teile aufgeteilt. Die internationalen Destinationen, die sich im Laufe der Jahre
sehr gut entwickelt haben. Da haben Sie ja Zahlen schon genannt. Dann Athen, das nach den gesellschaftlichen und politischen Unruhen zwischen 2008 und 2012 sich wieder gut erholt hat, und zwar spektakulär erholt hat, sozusagen auch hauptsächlich im Freizeitbereich. Und dann die Destinationen, die vom inländischen Markt abhängen, und die sind sehr stark getroffen. Lassen Sie mich Ihnen eine Zahl nennen. Die Tourismusausgaben der Griechen 2008 lag bei 3,8 Milliarden, jetzt liegen wir bei 1,2 Milliarden. Also das ist ein massiver Rückgang. Es gibt eine Reihe von Investitionen, die in Athen getätigt werden. Es ist ein neues Hotel, das von einer griechischen Kette eröffnet wurde, Elektra mit 265 Zimmern. Wyndham hat sein erstes Hotel der ähnlichen Größe eröffnet. Marriott kommt zurück in die Stadt und führt eine Umbenennung eines Hotels durch. Also dort gibt es Aktivitäten in Athen, und wir gehen davon aus, dass diese Aktivitäten sich weiterentwickeln werden, wenn und falls die Frage des griechischen Austritts aus der europäischen Gemeinschaftswährung beendet werden wird. Denn das führt natürlich auch zu sehr viel Unsicherheiten und zu höheren Zinssätzen. Also sobald dieser Faktor erst einmal ad acta gelegt sein wird, wird sich die Situation verbessern. Die Zahlen, die Sie gezeigt haben von 2015, kommen die von internationalen Datenbanken, ja? Denn wir glauben, dass wir auch zeigen können, dass die Investitionen über dem liegen, was Sie gezeigt haben. Aber diese Investitionen finden statt im griechischen Privatmarkt, also die Eigentümer der Hotels führen diese Investitionen selber durch. Das wird also in internationalen Datenbanken gar nicht geführt. Unsere Schätzungen für 2014, gegenwärtig arbeiten wir an den Zahlen für 2015, zeigen, dass die Hotelinvestitionen und die Renovierungen bei ungefähr 800 Millionen lagen. Wenn man sich die wirtschaftliche Situation Griechenlands und die Risiken vor Augen führt, dann denke ich, ist das eine sehr starke Zahl. Was die Zukunft anbelangt, so werden die Tourismusströme für 2017 als gut eingeschätzt. Die ganzen Botschaften, die wir erhalten, sind äußerst positiv. Und ich denke, das hängt mit der guten Qualität des Produkts Tourismus in Griechenland zusammen. Die Gäste kommen, möchten die Zeit entspannt genießen und reisen dann glücklich zurück nach Hause. Und das hängt natürlich auch mit der Instabilität der anderen Märkte zusammen. Die Türkei und Nordafrika sind jetzt hier ja mehr oder weniger aus dem Markt herausgefallen. Habe ich damit Ihre Frage beantwortet? Auf jeden Fall. Jawohl. Omer, kommen wir auf den Iran zu sprechen. Einige denken jetzt vielleicht, dass sie mutig sind oder dass sie verrückt sind, aber können Sie uns sagen, wie sehen Sie den Iran? Wie schätzen Sie den Iran ein? Denn Sie haben ja ein Interesse am Iran. Vielleicht können Sie ja mit dem Publikum Ihre Pläne für den Iran teilen. Was ist für Sie drin? Wie sehen Sie den iranischen Markt? Ist es jetzt ein guter Moment, dort aktiv zu werden? Mal schauen, ob ich mich an all die Fragen erinnern kann. Okay, erst einmal recht herzlichen Dank. Nun, wie schätze ich den Iran ein? Ich glaube, der Iran ist eine neue Grenze, was den Hotelbetrieb anbelangt. Das ist ein Bereich, wo also der Nahe Osten und Nordafrika, wo hauptsächlich die Besitzer selbst die Hotels betreiben. Ein Land, das fast 40 Jahre die Entwicklung im Hotelgeschäft verschlafen hat sozusagen, und deswegen ist es für uns relativ interessant, dort jetzt aktiv zu werden und geschäftlich tätig zu werden. Seit 2011 versuchen wir schon, dort aktiv zu werden. Wir haben jetzt erfolgreich 6 Managementabkommen unterzeichnet. Das erste Hotel sollte Ende diesen Jahres eröffnet werden, spätestens im ersten Quartal von 2018. Aber mit jeder neuen Grenze gibt es natürlich auch immer Schwierigkeiten und Herausforderungen. Wenn man davon ausgeht, dass es nur wenig Hotels im Iran gegenwärtig gibt und kein Klassifizierungssystem und keine Hoteliersausbildung und so weiter. Also die Zahlen, die wir hier gesehen haben, war 3000 Hotels, aber die Zahl, die mir vorliegt, ist 1300 Hotels im Iran. Und um einfach das mal zu vergleichen, in den Vereinigten Arabischen Emiraten
gibt es sehr viel weniger Einwohner, aber sehr viel mehr Hotels. Im Iran haben wir 80 Millionen Einwohner. Also das heißt, es gibt noch sehr viel zu tun und man muss in eine solche Grenznation sozusagen sehr früh reingehen und aktiv werden in unserer Branche. Und natürlich gibt es Herausforderungen, wie in jedem Land, wie in jeder Stadt. Und man muss mit offenen Augen in den Iran gehen und muss sich diesen Herausforderungen einer nach der anderen stellen und sie überwinden. Aber wir sind nicht die ersten vor Ort, was den Betrieb anbelangt. Accor wird ein Novotel und ein Ibis-Hotel eröffnen, aber wir werden die zweite Hotelkette sein, die bis zum Ende des Jahres aktiv sein wird. Melia wird am Kaspischen Meer ebenfalls ein Hotel eröffnen. Also das heißt, interessante Zeiten. Es ist toll, Teil dieser neuen Frontier-Erlebnissituation zu sein. Und wenn man die politische Situation und die Spannungen auch mit betrachtet, wenn Sie sich die Szenarien der Hotelentwicklung anschauen und die Einführung der ausländischen Märkte oder Marken, wird das relativ schnell passieren, über Nacht, oder wird das relativ langsam stattfinden aufgrund von anderen Hindernissen? Ich war auf dieser Konferenz letzten Monat in Teheran, die Sie angesprochen haben, und die Stimmung der Investoren und der Hotelketten und der lokalen Regierung war so stark, so positiv. Jeder möchte auf diesen Entwicklungszug aufspringen und möchte die Branche voranbringen. Aber ich spreche natürlich auch mit vielen Investoren, ob die jetzt aus dem Ausland oder aus dem Inland kommen. Und mit dem Aufheben der Sanktionen haben wir jetzt natürlich 7 Länder und die Vereinigten Staaten, das ist das 8. Land, die jetzt schon in Teheran und im Iran und den anderen großen Städten im Land investieren. Also diese 7 Länder sind hier extremst engagiert. Aber wenn man mit den Iranern vor Ort spricht, dann stellt sich natürlich immer die Frage, was, wenn etwas passiert wegen der Vereinigten Staaten? Und das hat meiner Meinung nach diese lebendige Atmosphäre der Weiterentwicklung im Land ein wenig gedämpft. Aber wie gesagt, Hunderte von Millionen von Dollar sind schon investiert worden. Es werden noch weitere Investitionen getätigt werden. Und die Iraner werden natürlich weiter arbeiten, um ihre Vision zu erreichen, dass sie bis zum Jahr 2025 20 Millionen Touristen im Land haben werden. Und das ist eine sehr große Zahl. Also von 5 Millionen auf die Zahl bis 2020, das ist also eine große Herausforderung. Also Sie denken, das wird eine relativ schnelle Veränderung sein aufgrund all dieser Herausforderungen auch. Na, das wird davon abhängen, wie Amerika sich positioniert in der Welt. Aber ich möchte hier nicht politisch werden. Ich glaube, das hat sich jetzt ein bisschen aufgeklärt. Aber die Geschwindigkeit wird auf jeden Fall noch ansteigen, um die Ziele zu erreichen, die sie sich selbst gesetzt haben. Aber wir sehen schon ein großes Wachstum in den vergangenen 3 bis 4 Jahren. Und das war noch bevor die Sanktionen beendet wurden. Also große Entwicklung, große Geschwindigkeit, da dürfen wir Georgien natürlich nicht übersehen. In den vergangenen 5 Jahren hat die Anzahl der internationalen Hotels im Land sich sehr stark erhöht. Im Jahr 2000 bis 2000 gab es mehr oder weniger 3 internationale Hotelmarken im Land. Jetzt haben wir sehr viele Hotelmarken, die in Georgien aktiv werden möchten. Was passiert mit Georgien? Wie sind Sie ein so großer Hit geworden? Ja, das ist eine gute Frage. Es reisen immer mehr Menschen ein ins Land von Jahr zu Jahr. 2016 war ein Rekord, ja, für unser Land. 6,3 Millionen Touristen. Es sind da gerade mal 3,7 Millionen Einwohner im Land. 2-mal so viel wie die Bevölkerung des Landes ist das. Mit wachsender Tendenz. Plus 32% Zuwachs im Januar 2017 im Vergleich zum Januar 2016. Ja, das sind Fakten. Die internationalen Hotelketten bestätigen diesen Trend. Und in der Warteschleife gibt es eine ganze Menge von Menge Projekte. Intercontinental, das Interconti kommt, aber andere große Ketten auch noch. Und wir entwickeln im Lande unsere eigenen Marken, in Anführungszeichen, die sehr beliebt sind. Also Hotels meine ich jetzt. Die Regierung investiert viel, tut viel für die Infrastruktur, investiert viel für Urlaubsorte. Und natürlich sind es auch private Anleger, Investoren, die hier mitmachen, die mitziehen. 1 Million
das sind 3 Milliarden Dollar insgesamt, die in den nächsten Jahren investiert werden sollen in die touristische Infrastruktur in Georgien. Wir wollen natürlich diese Entwicklung fördern, vorantreiben. Es gibt Programme, Fördermittel zur Finanzierung von Hotelprojekten, zum Beispiel ein Projekt mit Fördergeldern für Hotels. Wenn also ein Investor im Auftrag einer internationalen Kette ein Hotel baut, eröffnet, bekommt er 50% der Mittel finanziert und die Franchise-Fee wird übernommen, 2 Jahre lang, also diese Gebühren, die er entrichten muss an die Hotelkette. Deshalb sind die großen internationalen Namen schon da und es werden mehr kommen. Und deshalb können wir hier auch die Messlatte höher ansetzen, sozusagen, weil diese großen vertrauenseinflößenden Namen natürlich wichtig sind. Und das sind natürlich verschiedene Hotelkategorien. Also wie gesagt, da rollt der Rubel und es kommen noch mehr Investitionen. Okay, wir sind dabei. Wir würden auch gerne dabei sein. Walter, Sie kommen aus diesem wunderbaren Land. Trotz all der politischen Spannungen, trotz der Sanktionen, trotz der Abwertung, und wir haben da einen Tiefpunkt erreicht, was den Wechselkurs betrifft. Ich muss Ihnen die Frage stellen, ich weiß, die Antwort wird nicht einfach sein. Nein, es ist kein Tiefstwert mehr, das muss ich berichtigen mit dem Wechselkurs. 1,85 Euro Rubel, wir sind bei 62 heute. Ja, das war schon mal schlimmer. Ich sage mal, nach dem ersten Schock 2014 sind weniger Leute nach Russland gereist. Das haben Sie ja gezeigt. Aber 2016 hört es bei Ihnen auf. Und 2016 waren dann schon erste Anzeichen eines Wandels. Durch den Kursverlust haben viele gemerkt, dass man sich Russland leisten kann. Wir hatten ja mal diesen Ruf, dass das Land zu teuer sei. Ja, viele haben gesagt, die Hotels sind viel zu teuer. Und das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Also nehmen wir Moskau. 2014 war Moskau unter den 10 teuersten Städten der Welt von den Lebenshaltungskosten her. 2015 waren wir auf 48 und 2017 sind wir gar nicht mehr auf der Liste. Also können sich Touristen aus westeuropäischen Ländern durchaus Moskau heute leisten. Wir haben, als wir so viele Touristen aus Westeuropa verloren haben, dann hat Russland umgestellt in Richtung Osten. Der iranische Markt und der indische Markt sind mittlerweile sehr, sehr wichtig für uns. Auch für uns und für unser Unternehmen Azimut. Im Jahre 2014 waren es 26.000 Übernachtungen, die wir in China hatten, gebucht. Über 100.000 sind es heute. Also das ist schon eine schöne Entwicklung. Leiden wir unter den Sanktionen, war die Frage? Nicht mehr, würde ich sagen. Der Moskauer Markt hat sich erholt. Wir haben also die Auslastungsrate, die wir vorher hatten, die Belegungsrate, zwischen 75% und 80%. Also. Und wir haben ungefähr den Wechselkurs, den wir vorher hatten. Gut, je nachdem, ob man umrechnet in Euro oder in Dollar. Und wenn man weiß, dass die Kosten ja auch in Rubel sind, dann ist das nicht mehr so schlimm. Dann war der Confed Cup, also wird jetzt stattfinden, Entschuldigung, 2017 und 2018 ist ja dann die WM, die Fußball-WM in Moskau, werden es 3.000 weitere, 2.000 bis 3.000 mehr Hotelzimmer geben. 2 Sterne, 3 Sterne. Wenn all diese Hotels also eröffnen, wenn alle Genehmigungen erteilt werden,
Dann werden wir ein weiteres Hotel in Moskau eröffnen, 500 Zimmer und das in 6 Wochen, weil die Nachfrage da ist. Der Wunsch ist da, die Nachfrage ist da und ich denke, das ist eine vielversprechende Zukunft. Genau wie im Iran ist es so, dass wir jetzt noch warten auf ein paar Zeichen aus Washington. Und vor der Wahl wurde auch heftig diskutiert. Und wir warten jetzt natürlich auf bessere Beziehungen mit den USA. Und wenn die westlichen Märkte sich dann wieder begeistern für Russland, dann wird alles auf Rosen gebettet sein. Ja, danke. Aris, 2009 bis 2012 waren 3 Krisenjahre. Das haben wir ja schon angesprochen. Es gab 2015 noch ein paar Stolpersteine. Interne Probleme im Land. Dann natürlich die Flüchtlingsroute über Griechenland, die Flüchtlingsproblematik. Anderen mediterranen Destinationen ging es noch schlechter, wie Ägypten, Tunesien. Wie ging denn dieses Jahr 2015 aus? War es ein Jahr der Umstrukturierung, des Wandels, des Umbruches für den Tourismus in Griechenland? Nein, von Umstrukturierung würde ich nicht reden. 2015 fing sehr schlecht an. Keine Frage. Ein sehr, sehr schlechtes Image, das wir hatten weltweit. Und das hat sich niedergeschlagen. Das haben wir bei den Buchungen natürlich gemerkt. Das waren -20 bis -30% in den ersten Monaten des Jahres. Und das hatte natürlich mit der wirtschaftlichen und politischen Situation zu tun. Und in der ersten Hälfte des Jahres 2015 wollten wir auch mit den Geldgebern nicht mehr verhandeln, wenn Sie sich erinnern. Ach so, ja, und dann natürlich die Migrationskrise. Aber 2015 war in erster Linie ein ökonomisches Problem. So, dann hat sich das leicht gebessert und sofort, zogen die Buchungen wieder an. Im Juni 2015 war die Kapitalkontrolle und dann wurde letztendlich 2015 ein Rekordjahr, was die Einnahmen der Touristikbranche betrifft. Darf ich fortfahren mit 2016? Dann runden wir das Bild ab sozusagen. Ja, und dann 2016 hatten wir zunächst einmal in der ersten Hälfte des Jahres natürlich Probleme mit den Geldgebern, mit den Gläubigern und dann gab es noch weitere Probleme mit den Flüchtlingen. Das hatte ja 2015 schon angefangen. Die Flüchtlingsproblematik hat natürlich sehr hart die Inseln getroffen an der Grenze zur Türkei. Es gab Rückgänge in Höhe von 10 bis 12% auf Kos, bis 15% minus auf Lesbos der Buchungen. Lesbos ist jetzt nicht eine so wichtige Destination wie Kos, aber immerhin. Und dann die ganzen Unruhen, die sozialen Unruhen. Wir hatten dennoch 2016 einen Rekordjahr, was die Anzahl der Reisen nach Griechenland betrifft, aber die Einnahmen gingen zurück. Es gibt 2 Theorien. Es gibt eine Art und Weise, das rationell zu erklären. Das heißt, die durchschnittlichen Ausgaben der Reisenden sind zurückgegangen im Mittelmeerraum. Das haben wir von den Vereinten Nationen. Und die Hotels bei uns haben für Last-Minute-Bookings unglaubliche Rabatte, Sparpreise angeboten. Und das hat natürlich die Einnahmen der Branche nach unten gezogen. Aber seltsamerweise war die Leistung der Hotels ja gut 2016, was die Belegungsrate betrifft. Aber durch die Kombination beider Effekte, also die Wahrnehmung der mangelnden Sicherheit und weniger Ausgaben oder attraktivere Preise, das alles hat eben dazu geführt, dass unter dem Strich die Einnahmen geringer war. Diese Verschwörungstheorie jetzt, die gibt es auch.
weshalb die Einnahmen gesunken sind. Diese Theorie lautet, die Leute hatten Angst 2015 wegen der Kapitalverkehrskontrollen und haben das Geld gehortet sozusagen. Man fragt sie ja, wie viel sie ausgegeben haben, wenn sie das Land verlassen. Wenn sie Cash, Bargeld in der Tasche haben, dann wissen sie ja in etwa, was sie ausgegeben haben. Aber mit Kreditkarten ist das nicht immer so akkurat. Und ja, Sie können sich da ein Bild malen. Aber 2017 ist der Trend erstmal positiv, was die Ausgaben betrifft. Die durchschnittlichen Ausgaben dürften wieder steigen und sich erholen. Und dann natürlich die amerikanischen Touristen, die einen großen Beitrag leisten. Und die Amerikaner sind ja 2016 nicht mehr in solchen Mengen, sage ich mal, nach Europa gereist wie früher. Vielleicht ist das auch ein Effekt. Omer, ich erinnere mich, an eines. Egal, wo ich hingehe, im Iran, die Hotels sind ausgebucht. Und wenn große Veranstaltungen, Konferenzen stattfinden, dann findet man überhaupt kein Zimmer mehr. Egal, wie alt das Hotel ist. Könnten Sie uns vielleicht erklären, was es auf sich hat mit den Hotels im Iran? Schwer. Es gibt keine offiziellen statistischen Angaben im Iran. Das heißt, man hängt hier im Grunde genommen von dem ab, was man so hört, von Beratern, von Regierungsvertretern. Und also keine verlässlichen Daten, Belegung zum Beispiel. Da gibt es ja Saison-Effekte. Man fischt im Trüben. Aber eines ist sicher. Eines steht fest. Ich kann Ihnen nur die Zahl geben, die mir im März mitgeteilt wurde. Die Belegungsrate ist von 15 auf zwischen 2015 und 2016 auf 80% gestiegen. Also Teheran. Und die Belegungsrate betrug 52% ein Jahr davor. Mashhad, Shiraz, Tabriz und Isfahan kommen dann anschließend als Standorte. Also das hilft uns alles, hilft uns nicht. Je mehr Hotels jetzt nach Teheran kommen, je mehr Handel es gibt, desto besser. Seitdem die Sanktionen aufgehoben wurden, spürt man aber, dass mehr und mehr Leute einreisen. Nicht nur Touristen, das sind auch Geschäftsreisende aus Korea, aus Japan, aus China, aus Europa. Viele Europäer reisen ins Land. Und die Belegungsraten werden bestimmt 90% erreichen in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Die Preise sind gesetzlich bestimmt. Vielleicht wird das liberalisiert werden. Vielleicht wird die Regierung eines Tages zulassen, dass jeder frei seine Übernachtungspreise bestimmt. Also ich glaube, wir haben noch gar nicht mal richtig angefangen, aus dem Vollen zu schöpfen. Ich glaube, Iran als Land geschäftlich gesehen hat ein Riesenpotenzial. Also das heißt, die Botschaft ist, keine Probleme. Also die KPIs, diese Indikatoren wie Belegungsrate und so weiter, sind positiv. Die Arbeitskraft ist ja auch da. Die Leute wollen ja alle in der Hotelbranche arbeiten. Jeder, der ein Wort Englisch kann, der wird sie ansprechen im Iran. Der will mit ihnen reden, der will was von ihnen hören. Die Menschen sind neugierig, sie sind offen. Diese Aufgeschlossenheit des Geistes ist positiv. Ja? Und ich glaube, unsere Branche kann da sehr viel bewegen, sehr viel tun. Ich denke auch an die sozialen Aspekte. Ich denke nicht nur an das Geschäftliche. Ein sehr dynamisches Land. Also für mich alles sehr, sehr positiv. Ich bin da sehr zuversichtlich, was die Zukunft betrifft. Und können wir was sagen zu den Investitionen? Also Sie haben ja bereits einen Vertrag dort unterschrieben, haben Sie gesagt. Also arbeiten Sie ja bestimmt mit Anlegern, Investoren. Wie ist es bestellt um die lokalen Investoren, über die es vorhin ging? Sie haben ja gesagt,
dass das da auch eine Besonderheit ist des iranischen Marktes, dass es dort viele lokale Investoren gibt. Ja, die neuen Hotels, die eröffnet werden, bei denen sieht man ja, dass da Leute dahinter stehen, Privatleute, Investoren. Es gibt Familien, die dort viel Geld haben und die fangen jetzt auch an, im Lande zu investieren. Viele Hotels werden finanziert mit lokalen Anlegern. Das sind Managementverträge, die wir mit ihnen unterschreiben, keine Leaseverträge. Es hängt natürlich immer davon ab, mit wem Sie Geschäfte machen wollen im Iran. Aber das meiste, was da heute passiert, stattfindet, und das gilt für uns, das meiste Geld, was dort bereitgestellt wird zur Finanzierung, kommt von Privatanlegern. Stichwort Anleger. George erwähnte eingangs, dass die georgische Regierung Wert legt auf die Entwicklung der touristischen Standorte. Und sie haben gesagt, dass auch Skiorte ausgebaut werden. Können Sie uns vielleicht mal erklären, ganz konkret, was da gemacht wird in diesen Skiorten? Und ich weiß, dass Sie an einem Projekt da mitarbeiten, das kurz vor dem Abschluss steht. Ja. Bei der Entwicklung, Förderung des Tourismus haben wir gesagt, die Skiorte spielen eine wichtige Rolle. Vier große Skiorte sind zurzeit in Betrieb. Sie alle sind ausgestattet mit deutscher und französischer Technik. Pommard zum Beispiel liefert hier Equipment. Da investieren wir. 100 Millionen Dollar werden jetzt investiert im nächsten Jahr für Infrastrukturprojekte. Und wir sehen, dass die Regierung zurzeit ihre Prioritäten setzt. Und wie gesagt, Tourismusinfrastrukturen sind eine Priorität, also auch Hotels, Restaurants und so weiter. Wir haben das richtige PPP-Format gefunden, Public-Private Partnerships, also Zweckverbände sozusagen. Und über 2 Milliarden US-Dollar insgesamt wurden jetzt investiert. Der Anteil des Tourismus, des Fremdenverkehrs am Bruttosozialprodukt beträgt 8%. Und viele internationale Investoren haben Bereitschaft signalisiert und möchten an solchen Projekten teilnehmen. Und dann die großen Megaprojekte in Gaudariski. Habe ich das richtig verstanden? 150 Millionen Dollar sollen da investiert werden für diese Entwicklung, für das Projekt. Ja, in der Tat. Wir haben diese Formel gefunden mit dem Anleger. Wir finanzieren das Infrastrukturprojekt und der Investor finanziert den Bau der Hotels dort. Walter, vielleicht noch an Sie die Frage. Die Russen reisen innerhalb Russlands, haben Sie gesagt, wegen des Wechselkurses und so weiter. Können Sie uns mal sagen, St. Petersburg, Sochi, Moskau, was ist denn die Aufteilung oder wo reisen die Leute hin? Und wir haben ja vorhin drüber gesprochen, über die Problematik mit Sochi nach den Olympischen Spielen. Können Sie dazu noch was sagen? Und seltsamerweise ist es heute so, dass Sochi ein absoluter Publikumsmagnet geworden ist. Alle wollen dahin, ja, nach den Winterspielen haben alle gedacht, 30.000 weitere Hotelbetten in Sochi, das ist doch eine Vergeudung. Wie wollen wir die belegen? Aber, wie Sie sagten, seltsamerweise ist es im Leben manchmal nun so, dass die Probleme gelöst werden. Ich habe ja gesagt, die Russen reisten früher viel in die Türkei, nach Ägypten und jetzt reisen sie nach Sochi. Das letzte Jahr war ein Rekordjahr für Sochi. Wir haben dort 3 Objekte, haben also auch davon profitiert. 2880 Zimmer in einem der Hotels, die wir da haben.
plus 120% Umsatz haben wir erwirtschaftet in einem Jahr. Das kann sich sehen lassen. Das war gute Managementarbeit, aber es war auch ein bisschen Glück natürlich. Klar. Die Russen sind in den 90er Jahren heftig gereist, haben sich die Welt angesehen, waren überall unterwegs auf der Welt. Dann plötzlich, ja, die Wechselkursproblematik, das heißt also die USA, Asien, Europa wurden einfach zu teuer. Und auf einmal haben die Russen ihr eigenes Land wieder entdeckt, neu entdeckt. 144 Millionen Einwohner im Land. Und wenn diese Menschen im eigenen Land reisen, dann ist das natürlich eine Riesenchance für die Hotelbranche. Wir haben gerade mal 120 Hotels in Russland, die also, ich sage mal, einen internationalen Namen haben. Das ist nichts für ein so großes Land. Nichts. Also, ein Riesenpotenzial. St. Petersburg und Moskau waren so bis zum Jahr 2000 so die beliebten Reiseziele. 2016 hatten wir in Ufa die BRICS-Konferenz. Wir hatten nur ein Hotel. Es gab nur ein Hotel in Ufa. Wir hatten das. Und jetzt sind es 6. Die Anzahl der Zimmer ist explodiert in Ufa. Also Riesenchancen, ein Riesenpotenzial für lokale Destinationen, lokale Märkte. Und es ist ein ständiges Wachstum, ein ständiges Expandieren. Das ist gut, gut für das Land, das ist gut auch für neue Destinationen. Daran arbeiten wir auch. Baikal zum Beispiel, Kaukasus. Im Kaukasus gibt es neue Destinationen, neue Reiseziele, die wir fördern, an denen wir wirklich arbeiten sozusagen, um sie zu promoten. Also nicht nur diese großen bekannten Städte sozusagen als Publikumsmagneten. Gefragt, begehrt sind jetzt auch weitere neue Destinationen, wie Sie sie genannt haben. Ja. Vladivostok zum Beispiel wäre da noch zu nennen. China, Japan, Korea, das waren die Märkte. Über 30% der Hotels dort sind, über 30% der Besucher sind Chinesen, 5% Japaner, Koreaner. Eine unglaubliche Stadt. Spielcasinos stehen dort sehr hoch im Kurs. Die asiatischen Kunden reisen nach Vladivostok, um dort in die Spielbank zu gehen. Und die Regierung war so schlau, die Einreise zuzulassen, 9 Tage lang ohne Visum. Und ich kann Ihnen sagen, die Leute nutzen das aus und sie bleiben bis zum letzten 9. Tag und spielen gehen und zocken. Ja, und lassen ihr ganzes Geld dort oder holen es sich zurück, je nachdem, ob Glück mitspielt oder nicht. So, wir nähern uns dem Ende der Diskussion. So viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Ganz kurz vielleicht noch in der Kürze. Vielleicht noch diese Frage, wie ist es heute, ein Hotelbetreiber zu sein in Griechenland und wie sieht die Zukunft aus? Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Der Markt entwickelt sich, ist sehr gut. Die Tendenz ist positiv, insbesondere für international zugängliche Destinationen. Bei den KPIs, bei den Indikatoren bestätigt sich der positive Trend. Aus der Sicht des Unternehmers aber, des Betreibers, sehe ich 2 Hauptprobleme. Zunächst einmal die Unsicherheit, Unwägbarkeiten und finanzielle Unsicherheit vor allem. Und solange es diese finanzielle Unsicherheit geben wird, werden viele noch zögern. Und dann die hohen Steuern. Das ist das nächste Problem. Wir haben den höchsten Mehrwertsteuersatz. Ein Beispiel, wir haben das mal durchgerechnet. Für ein 4-Sterne-Hotel. Wenn wir zum Beispiel den Steuersatz von Zypern hätten, wäre der Break-Even 16% weiter unten. Also die Rentabilitätsschwelle wäre viel weiter unten, viel schneller erreichbar.
Also einerseits entwickelt sich der Markt gut, ja, er expandiert. Und wenn man sich aber dann betriebswirtschaftlich die Situation anguckt, dann haben wir ein Riesenproblem mit den Steuern. Um das anders zu formulieren. Ich bin der Berater und das war eine typische Beraterantwort. Wenn Sie 10 Millionen Dollar in einem Familienbestand hätten, würden Sie in Griechenland investieren? Wenn Sie 10 Millionen auf der hohen Kante hätten. Ich habe keine 10 Millionen, sagt der Herr. Ich sagte ja, zurzeit wird investiert, aber hauptsächlich in Regionen, wo es eindeutige Vorteile gibt. Beispiel Athen. Ich habe ja ein paar Beispiele vorhin genannt. Ein Megadeal wurde letztes Jahr auch unterschrieben. Übernahme eines Namens Sonikos. Mein Name, leider habe ich damit nichts zu tun. Das war eine Übernahme mit Oaktree und Goldman Sachs. Das ist wichtig. Wichtig, weil die großen Ehrgeiz haben. 200 Millionen für ihre Expansion. Sie wollen Premium Resorts bauen. Und das ist jetzt die Umsetzungsphase. Das heißt, zwei Hotels werden eröffnet 2018. Eins in Corfu und das andere auf Kos. Und die Bauarbeiten haben begonnen jetzt im Oktober. Ich glaube, am 1. Juni oder am 1. Mai, glaube ich, am 1. Mai werden sie öffnen. 150. Also sie investieren wirklich, wie gesagt, im Premium-Segment. Also weil, ich sage mal, die finanzielle Situation gelöst ist, dann wird es wieder bergauf gehen. Also geringere Steuern würden uns natürlich entgegenkommen, aber leider dürfen wir damit nicht rechnen. Da wird uns die Regierung nicht entgegenkommen. Dann behalte ich meine 10 Millionen erstmal. Okay, gut. Wenn ich sie nur hätte. Omer, Sie kommen ja, Sie vertreten ja hier Rotana Hotels. Der Iran ist bestimmt nicht Ihr einziges Ziel, in Anführungszeichen. Wenn es nicht vertraulich ist, können Sie uns sagen, was es sonst noch für Expansionspläne gibt bei Rotana in Europa? Gibt es irgendwelche Pläne für Europa? Ich würde gerne ja antworten, aber nein, leider nicht. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder versucht, hier ein paar Deals zu machen, aber da... Wir unterschreiben ja Management Agreements. Wir sind ein Betreiber. Das ist unser Geschäft. Wir haben nur wenig Kapital, das wir binden. Und wenn man in Europa Fuß fassen möchte, muss man nach den europäischen Regeln hier spielen. Und dazu waren wir bislang nicht bereit. Schlüsselstädte wie London und so weiter sind natürlich interessant. Vielleicht kündigen wir irgendwas vor Jahresende noch an. Afrika? Ja, Kongo? Da haben wir vor einigen Monaten ein Hotel eröffnet, Dar es Salaam. Da öffnen wir bald Lagos, Marrakesch und die Türkei. Türkei, da haben wir auch Pläne. Also im Nahen Osten sind wir breit aufgestellt, aber trotzdem möchten wir uns noch breiter aufstellen in diesen Regionen, die eigentlich fast benachbart sind für uns. Und ich hätte gerne jetzt angekündigt, dass wir in Madrid, London, Barcelona bald was eröffnen, aber das ist schwer. Ich brauche also Leute wie Sie. Ich brauche die richtigen Berater, die mir da helfen. George, vielleicht sollten wir mal drüber reden, oder? Ja? Wir sollten mal einen Kaffee trinken gehen, auf jeden Fall. Machen wir. So, das sind die Regionen, die Länder, in denen wir expandieren wollen. Ja, dann drücken wir die Daumen. George. Ein kleines, aber feines Land mit großen Nachbarn, der Iran im Süden, Russland, die Türkei westlich. Bestimmt nicht die einfachste Aufgabe, die Sie haben, oder? Das Land zu vermarkten, zu verkaufen an Reiseveranstalter und Kunden.
Wie wollen Sie sich international wettbewerbstechnisch aufstellen? Gott sei Dank ist Georgien ein sehr diversifiziertes Land. Wir haben verschiedene Klimazonen, subtropikal sozusagen, bis Wüsten. Wir haben Weinberge, wir haben Berge, wir haben Skiorte, wir haben das Meer. Also jeder wird einen guten Grund finden, zu uns zu kommen. Und wir sind nicht nur Konkurrenten zu Russland und so weiter, zu den benachbarten Ländern. Wir haben zum Beispiel auch viele Besucher aus der Türkei. Die russischen Touristen sind die größte Gruppe. Aserbaidschan, Armenien, der Iran sind auch Länder, aus denen die Leute zu uns kommen. Also wie gesagt, das sind wachsende Touristenströme. Mit GCC ja, für die GUS Bürger gibt es keine Visumspflicht. Also da machen wir auch ganz viel und wir promoten. Wir machen auch ganz viel mit den Fluggesellschaften in Deutschland zum Beispiel. 3 neue Flüge mit Wizz Air, eine Low-Cost-Airline. Also auch da tun wir sehr viel, damit eben das Land bekannt wird, beliebt wird, überall und natürlich auch innerhalb der EU. Danke, hört sich gut an. Walter, dieselbe Frage nochmal an Sie, die ich jetzt Aris gestellt habe. Sie haben 10 Millionen. Investieren Sie in Russland? Ja oder nein? Ja, absolut. Absolut. Ein deutliches Ja. Ich glaube an Russland. Meine Familie stammt ja auch zum Teil aus Russland. Ich würde dort investieren, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich bin da zuversichtlich. Also das Geld würde sich vermehren, keine Frage. Keine Frage. Das ist der Tipp. Und genau wie Aris geht es mir auch. Ich hätte gerne die 10 Millionen. Ja. Schön wär's. Schön wär's. So. Gibt es, meine Damen und Herren, Ihrerseits Fragen? Bitte ein Handzeichen, wenn Sie eine Frage haben, an die Teilnehmer, die zur Verfügung stehen. Nein, ja, ja, nein. Gut, dann sind wir durch und haben anscheinend alle Fragen beantwortet. Meine Herren, herzlichen Dank. Und Ihnen auch, meine Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind.